Hallo zusammen. Hallo alle zusammen zu unserem wunderbaren Video von Schwächen zu Stärken. Ich habe heute die Lorelei bei mir. Wir kennen uns ja aus diversen Kursen vom Übersetzen und wir kennen uns jetzt doch schon ein paar Jahre. Du bist jetzt mittlerweile auch Access Consciousness Certified Facilitator Ja. und bist in der Schweiz zu Hause. Genau. Yay! Und irgendwie hatte ich heute so den Impuls, die Lorelei mal zu holen und auch so ein bisschen zu interviewen, weil ich glaube, Lorelei, du hast dich ja auch für voll viele Sachen in deiner Vergangenheit falsch gemacht, oder? Und magst du mal so ein bisschen darüber erzählen, was das alles so war? Ja, sehr gern. Ich finde den Titel sehr passend, von Schwächen zu Stärken. Bei mir war das Lustige, und vielleicht erkennen sich auch andere in dem, es war so eine subtile Art und Weise, mich falsch zu machen. Also ich hatte in dem Sinne, in meiner Kindheit habe ich in ganz vielen Bereichen, war ich aus dieser Realität ausgesehen erfolgreich. Zum Beispiel in der Schule. Und also ich bin durch die Schule geflogen. Ich mochte es, die meisten Themen lagen mir, ich hatte gute Noten. Und von außen her gesehen hatte ich wie nichts, worüber ich mich hätte beschweren können. Und trotzdem, innerlich war ich oft so in diesem inneren Kampf. Ich hatte oft, wie soll ich sagen, ich war eher so zurückgezogen, hatte nicht so viele Freunde. Und allgemein, ich habe schon ganz früh angefangen, mir viel zu viele Gedanken zu machen über Dinge, die für andere so völlig irrelevant schienen. Und für mich aber, ich wollte unbedingt verstehen, ich wollte verstehen, wie ticken die Leute, denn ganz viele meiner Freunde oder meiner Verwandten, die haben die entschieden Ja. sind oder die wählten Dinge, die machten für mich einfach keinen Sinn. Ja, also so innerlich hatte ich doch ganz viele Dinge, in denen ich mich irgendwie in dieser Realität für voll falsch fühlte, weil ich von der andere Ansichten hatte oder Dinge nicht relevant machte, die anscheinend relevant waren. Hast du ein paar Beispiele? Das Erste, was mir in den Sinn kommt, ist Eifersucht in Freundschaften. Ich hatte mal, ja, da kommt mir in den Sinn, ich hatte das nicht und es wurde mir vorgeworfen. Also es Dass du wurde nicht eifersüchtig mir bist. vorgeworfen. Genau. Ja, da gab es mal irgendeine Auseinandersetzung, weil es darum ging, zwei andere Kollegen wollten wissen, wer jetzt meine beste Freundin ist. Und für mich war das völlig irrelevant. Ich sagte, ja, ich mag euch beide gleich. Und sie bestanden aber darauf, nein, du kannst nur eine beste Freundin haben. Und das sind so Dinge, da war ich einfach nur baff und wusste nicht, was sagen. Denn mich zu entscheiden wäre auch eine Lüge gewesen. Denn für mich war es wahr, dass ich keine Präferenz habe und sie beide gleichermaßen gleich fest mochte, aus verschiedenen Gründen, aber keine war meine bessere beste Freundin. Und das sind so Dinge, wo ich dann einfach, ich war so, was soll ich jetzt machen? Und egal wie ich mich entschied, ich wusste, ich würde verlieren. Also es war so wie ein Kampf, den ich nicht gewinnen konnte, denn wenn ich beharrte, dass keine der beiden meine bessere beste Freundin war, hatte ich verloren. Wenn ich mich für Person A entschied, hatte ich bei B verloren. Und wenn ich mich für Person B entschied, hatte ich bei A verloren. Und das waren einfach so Momente, wo ich dachte so, worum geht hier? Also es kann doch nicht sein, dass das Leben einfach das ist, zu wissen, wer meine aller beste Freundin ist. Ja, das waren so Momente, Ja. wo ich wirklich in dieser Realität völlig überfordert war. Ich finde es voll spannend, was du sagst. Das Beispiel ist cool, weil es steht für so viele Sachen. Wo machen wir solche Freundschaften oder Beziehungen zu Menschen so signifikant oder wo versuchen wir es eben zu vergleichen? Ja, so. Und da verliert man ja dabei so das Bewusstsein darüber, okay, ich habe mit jedem Menschen eine komplett einzigartige Beziehung. Genau, und das ist immer noch meine Realität. Ein anderes Beispiel, das mir in den Sinn kommt, ist, ich glaube, das war in der ersten oder zweiten Klasse.
da hatte die Lehrerin, also wir hatten immer so eine Stunde, wo es so um Entspannung ging. Und da spielte sie klassische Musik ab oder irgendwelche so Entspannungsmusik und wir mussten Mandala malen. Also das mochte ich und ich war wirklich gut mit Farben und ich habe es einfach aus der Freude heraus gemacht. Und dann zum Schluss gab es dann immer so das, sagen wir mal, Competition. Den Wettbewerb. Genau. Und da wurden alle Mandalas eingesammelt und die Schüler mussten wählen, welches Mandala das schönste war. Und ich habe so oft nacheinander gewonnen. Und ich glaube, nach dem dritten oder vierten Mal kamen dann die ersten Anschuldigungen, so, die überhaupt keinen Sinn ergaben, denn wie kann man beim Mandala-Malen, sagen wir dem, Besser oder schlechter sein? genau. Und da kamen Dinge wie, ja, du hast es nicht selbst gemalt, wir waren alle im Schulzimmer, wann hast du gesehen, dass ich das jemandem anderen gegeben habe? Du hast die Lehrerin bestochen. Okay. ja, einfach wirklich so all diese kleine Pieksereien. Und mir wurde vor kurzem, hatte ich so einen Aha-Moment in Bezug auf Großartigkeit, wo ich dort, also schon in der ersten Klasse, nachdem mehrere Schüler mir gesagt hatten, dass ich falsch war, weil ich schön Mandala ausmalte und entsprechend mehrmals gewonnen hatte, mich einfach das zugemacht habe. Und ich habe mir dann weniger Mühe gegeben, ich habe dann extra Farben genommen, die nicht zueinander passten oder ja, also ich habe mich selbst ins Bein geschossen, weil ich nicht wohl war. Und heute kann ich anerkennen, eigentlich ging es nur darum, ich war unwohl mit meinem Gewahrsein vom Unwohl der anderen. Also Ja. schlussendlich hat es nichts mit mir zu tun. Ja, sehr, sehr spannend, was du da erzählst. So, du hast die Bewertungen von den anderen so wahrgenommen und dann wolltest du einfach ja nicht mehr bewertet werden für deine Großartigkeit und hast sie dann zurückgeschraubt. Genau. Und du bist ja in sehr, sehr vielen Dingen großartig und du machst ja viele, viele großartige Dinge und du machst viele verschiedene Sachen. Wie ist das denn jetzt heute für dich auch mit den ganzen Access-Werkzeugen? Und ja, also wann hast du, oder machen wir es so, wann hast du so für dich anerkannt, okay, wow, das sind alles Fähigkeiten, die ich hier habe und warum soll ich sie jetzt eigentlich noch zurücknehmen und für wen soll ich sie auch zurücknehmen? Wann war da für dich so ein Switch? Ich würde sagen, das war keine so von heute auf morgen Switch, sondern wirklich einfach so ein Weg, wo ich jedes Mal mehr bereit war, mehr zu wählen, mehr von mir selbst anzuerkennen. Und irgendwo würde ich sagen, es war wahrscheinlich so exponentiell, also am Anfang so wenig und dann je mehr ich willig war, willig bin, das anzuerkennen, umso mehr zeigt sich dann. Und es ist voll cool. Und ich sehe das auch oft bei den Teilnehmern in meinen Kursen. Wenn so die erste Hürde überwunden wurde, über sich selbst irgendetwas anzuerkennen, so, oh, ich kann das gut oder ich kann das. Es geht nicht mal darum, etwas gut zu können, sondern einfach, ich merke immer, wenn meine Pflanze durstig ist. Schon nur das. Und wenn sie so diese erste Hürde überwunden haben, dann kommt meistens, so wie bei einem Dominospiel, kommen ihr dann andere Dinge in den Sinn. Ah, oh, übrigens, ich kann auch das, ich kann auch das, ich kann auch das, ich kann auch das. Und es sind alles so die scheinbar kleinen Dinge, die schlussendlich das Großartige ausmachen. Und für mich war das wirklich ein Weg. Und ich habe also während ich Access kennenlernte und Kurse besuchte, wahrscheinlich war ich so 2 Jahre mit diesen Access Tools beschäftigt, wurde mir auch klar, also habe ich so, inwiefern dass ich auch anders bin. Also das sind Diagnosen gefallen wie Autismus und ADHS und ich habe mich dann noch mehr vertieft mit diesem ganzen Thema von Neurodiversität befasst. Und das war auch etwas, wo ich dann noch mehr so von der Falschheit, vielleicht mache ich mittlerweile nicht mal mehr Falschheit, aber auch mehr so Verwirrung oder einfach keine Klarheit darüber, was ist das denn? Zu mehr, aha, okay, ja, das ist cool, das ist eine Fähigkeit. Oh, wie kann ich die
noch mehr nutzen, zu meinem Vorteil nutzen? Und was sind meine Fähigkeiten? Und was, wenn sie nichts mit den Fähigkeiten aus dieser Realität zu tun haben? Ich habe auch gelesen in deinem Posting, dass du dich eben sehr, und du hast es jetzt auch gesagt, sehr intensiv damit beschäftigt hast. War es dann mehr so, dass du wieder so abgekauft hast, dass mit dir etwas falsch ist? Oder war es mehr so, weil du Exes auch schon kanntest, dass du versucht hast, das eben zu nutzen, zu deinem Vorteil auch, und wie du daraus eben, wie du das alles, ja, als Stärke verwenden kannst? Also ich würde sagen, und ich danke mir selbst, dass ich die Klarheit erhalten habe, während oder als ich die Access-Tools schon kannte. Denn ich bin in dem Sinne, habe ich mich nie damit eingekauft. Also so aus dieser medizinisch-pathologischen Ansicht, oh, das ist eine Störung, da ist was falsch verkabelt, man funktioniert nicht korrekt in dieser Realität, habe ich mich wirklich nie damit eingekauft. Es hat von Anfang an einfach so wie ganz viel Licht auf Bereiche meines Lebens gebracht, wo ich vorher so in der Dämmerung, so ich konnte etwas erkennen, aber es war nicht ganz klar, was es ist, was ich mit dem machen soll. Und mir wurden auch rückwirkend ganz viele Dinge bewusst. So aus dieser Perspektive machten plötzlich ganz viele Dinge Sinn, und ich habe so wie kognitiv auch verstanden, wieso, weshalb, warum ich in meiner Kindheit und in meiner Jugend gewisse Präferenzen hatte oder einfach ja so funktionierte, wie ich halt funktioniere. Ja, oder dich vielleicht auch gar nicht so in diese Gefühle eingekauft hast, die eben deine Freundinnen da hatten. Das war ja absolut auch ein Beispiel. Ja. Ja, und das wirkte dann so, als wäre man irgendwie nicht empathisch genug oder sonst irgendetwas. Aber letztendlich sind wir alle diese unendlichen Wesen, und es geht ja viel mehr über unsere Gefühle hinaus. Ja, wow, voll schön, dass du das erzählt hast. Ja, und ich finde es halt auch so spannend, weil in Access heißt ja all diese ADHS, ADS, wie sie alle heißen, diese Diagnosen. Wir haben ja eine nette Bezeichnung dafür, nämlich, dass es alles X-Men sind und ja, in Wahrheit einfach Genies auf eine andere Art und Weise und super, super wahrnehmend. Wie ist es denn so, hast du jemals das Gefühl gehabt, okay, deine Wahrnehmung erdrückt dich, oder hast du mal dieses Ding gehabt von, ich will am liebsten das alles gar nicht wahrnehmen? Ja, wie war das für dich so? Ja, das war effektiv der Fall. Also okay. Ich sagte, also vielleicht muss ich das ein wenig chronologisch erklären. Im Juni dieses Jahr startete ich in mein 7. Jahr mit den Access Tools. Und wahrscheinlich war es im 2. oder 3. Jahr, als ich zum ersten Mal, also ich habe schon am Anfang mal von diesen X-Men gehört. Und es hat mich am Anfang voll nicht angesprochen. Und dann habe ich doch einen Kurs besucht, aber mehr aus der Perspektive von wenigen Dingen, die ich über die X-Men wusste. Ich habe meine Klienten darin erkannt, die Schüler, die ich begleite, und auch Familienmitglieder. Und ich habe Bücher gelesen und Kurse besucht, um mehr Tools zu haben, um sie zu begleiten. Das Ding war aber, als ich diese Bücher gelesen habe oder die Kurse besucht habe, da hatte ich so Aha-Moment, so, die rede jetzt von mir. Scheiße, vielleicht gibt es hier doch was anzuerkennen. Und es ist wirklich interessant, denn ich habe mich wirklich gesträubt. Also es war so, dieser innere Konflikt von, alles, wovon sie reden, das ist mein Leben, und nein, das kann doch nicht sein, dass ich so großartig sein könnte. Und vielleicht ist das auch etwas, was meinen Fähigkeiten gehört. Also ich hatte auch nie, es war keine Ablehnung in Bezug auf, nein, ich will dieses seltsame Ding nicht sein, sondern in meinen Augen ist das so grandios, so genial. Ich dachte nicht von mir selbst, dass ich auch dazugehören könnte, also dass ich so genial sein könnte oder so grandios. Und dass du ein Genie bist. Genau, genau. Also das war für mich das Schwierige, oder dort, wo ich Schwierigkeiten habe, das anzuerkennen. Und ja, ich muss auch sagen, dass in Access, also zum Beispiel schon nur die Bars, also grundsätzlich sind ja diese Tools dafür gemacht, mehr Gewahrsein zu haben. Also es ist für mich unmöglich, einen Kurs zu besuchen, ohne dass sich mein Gewahrsein metaphorisch erweitert. Und daran
also ich hatte auch schon Schwierigkeiten mit dem. Zwar habe ich es nie kleiner gemacht, denn ich bin wirklich committed. Nein, ich will wirklich alles wissen, alles wahrnehmen. Und ich habe gemerkt, wie ich gewisse Tools vielleicht mehr als andere benutzen musste, um wirklich Leichtigkeit damit zu haben. Angefangen bei, wem gehört das, mich ausdehnen, meine Erlaubnis ausdehnen. Das sind wirklich meine besten Freunde. Und sind die Tools, die mir am meisten Leichtigkeit verschaffen, wenn mein Gewahrsam wieder so macht und ich so viele Dinge wahrnehme, alles zusammen, und dass ich mich eben nicht so wieder zusammendrücke, sondern einfach, oh, okay, ja, das ist alles nur Information und ich muss nichts mit dem anfangen. Ja, also das ist manchmal so, vielleicht so das, ja, ein Nachteil kann man nicht wirklich sagen. Also so dieses gehört halt einfach zu X-Men-Fähigkeiten. Ja, und ich glaube, es ist einfach dieses, das ist auf der Reise zu Bewusstsein, gehört das einfach dazu. Mhm, ja, manchmal nimmst du einfach dann plötzlich so viele Sachen wahr und dann ist es so, was mache ich jetzt damit? Und da muss man sich wieder erinnern, hey, Moment einmal, ich muss ja gar nichts damit machen. Es ist ja nur meine Wahrnehmung und es ist okay, das wahrzunehmen. Genau, und ich kann mich wieder entspannen. Und ich finde es aber auch cool, dass man auch darüber spricht, weißt du, so, dass ich kann mir gut vorstellen, dass oft so die Leute aus dem Foundation-Kurs zum Beispiel rausgehen und dann ist es so, wow, ich nehme so viel wahr, was mache ich denn jetzt damit? Und da dich dann auch wieder zu erinnern, okay, du musst nichts damit machen, nimm es einfach nur wahr. Und die andere Seite ist ja, wenn du eben dein Gewahrsein unterdrückst, was nicht wirklich funktioniert, das endet ja meistens dann in Schmerz, also, Drama. Genau. Also das war wirklich für mich einer meiner Lieblingstools und die ich am meisten benutze. Oder das, was mich auch extrem befreiend war, so dieses, wow, du musst nichts damit anfangen. Mhm. Also ich bin auch groß geworden. Ein Teil meiner Familie ist voll, also allgemein meine Familie ist immer sehr alternativ und sanfte Medizin oder wie man dem auch sagt. Und ein Teil war dann noch mehr so spirituell, metaphysisch unterwegs. Und dort war wirklich so diese Signifikanz von, entweder du wirst mit der Gabe geboren oder eben nicht, also so die Auserwählten. Und das Zweite war auch, alles, was du wahrnimmst, das ist alles ein Zeichen. Also alles musste man deuten und alles war signifikant. Und das loszulassen hat mich so befreit. Also so wirklich dieses Tool so von, das ist nur Info und ich muss nichts damit machen. Ich muss wirklich nichts damit machen. Und auch die Frage, was weiß ich? Also die Access Tools haben mich so ermächtigt. Wirklich. Ja. Ich bin so wirklich aus dieser Realität rausgekommen von, wenn ich etwas wissen möchte, dann muss ich jemanden fragen, der Expertise drin hat oder eben die Gabe hat. Du musst zum Auserwählten gehen. Ja, genau. Sei es mit Entitäten oder Karten legen oder die Zukunft wahrnehmen und. Und zum ersten Mal stand ich da und dachte mir so, okay, vielleicht haben die ja recht. Also kann ja nicht schaden, dass ich ausprobiere. Vielleicht weiß ich ja was. Und die zwei ersten Jahre war meine Lieblingsfrage wirklich, was weiß ich? Zu allem habe ich gefragt. Ich habe Salat eingekauft und fragte mich, was weiß ich über Salat? Also, das ist lächerlich, aber das ist eine der Fragen, die mich am meisten ermächtigt hat. Ich finde das gar nicht lächerlich. Ich finde wirklich, also die Frage ist ja mächtigend, weil was glauben wir über Salat oder was haben wir abgekauft in dieser Realität? Absolut, ja. Salat ist natürlich, das ist grünes Gemüse, das ist gesund, lalalala. Und wir haben jetzt so viele Ansichten darüber, anstatt zu fragen, okay, aber was weiß denn ich jetzt über diesen Salat? Absolut. Mag mein Körper gerade diesen Salat? Ist er auch gerade in dieser Sekunde gut für mich oder beitragend für mich? Es ist so lustig, es war wirklich sehr amüsant, auch für mich, ich stelle einfach so eine Frage, ja, was weiß ich darüber, und das ist ja das, wie Bewusstsein funktioniert, du stellst eine Frage und du kriegst Bewusstsein, also ich merkte auch, wie, auch wenn ich Frage gestellt habe über banale Dinge, eben wie Salat, das Bewusstsein kam und dann plötzlich kamen ganz viele lustige Informationen, so, okay.
Die möchte ich jetzt aber wissen zum Salatkopf. Ja, es ist einfach cool mit diesen Werkzeugen. Und es ist ja wirklich, es geht darum, andere Menschen eben in unserem Fall jetzt zu ermächtigen und genauso auch uns selbst zu ermächtigen, immer wieder in die Frage zu gehen, was wir hier darüber wissen, was wir darüber wahrnehmen und nicht, was kann ich jetzt noch aus dieser Realität abkaufen? Absolut, ja. Und das ist ja auch da, wo du, wie du richtig gesagt hast, wo man anfängt, seine Fähigkeiten auch gleichzeitig anzuerkennen und vielleicht noch einen Schritt davor, nämlich überhaupt erstmal auch wahrzunehmen, hey, wow, ich habe da eben Fähigkeiten. Ich habe Fähigkeiten mit einem Salatkopf. Und dann kann man in die Anerkennung davon gehen, hey, wow, ja, ich habe Fähigkeiten mit dem Salatkopf. Wie wird es noch besser als das? Absolut, genau. Und ja, lass uns vielleicht auch noch darüber sprechen, so diese Wahrnehmung oder sehr wahrnehmend zu sein, seine Wahrnehmung zuzulassen. Das ist ja auch eine riesige Stärke, die wir alle haben. Und wie oft vermeiden wir das eben oder wie oft suchen wir so nach der, wie du schon gesagt hast, so vorher nach dieser Bestätigung bei wem anderen, nimmst du das auch wahr? Hast du die gleichen Informationen über den Salatkopf wie ich? Und ja, und ich glaube, das ist so ein Ding, das ich immer gerne irgendwie in die Welt hinaus schreien möchte am liebsten. Ja, dass eben deine komplette Wahrnehmung eine Stärke ist und du sie auch als Stärke verwenden kannst. Ja, also das ist auch etwas, was ich wahrgenommen habe und was ich dann irgendwann für mich selbst auch wählen musste. So dieses, ich weiß nicht mehr, Gary, der Gründer, hat man davon erzählt. Ich weiß nicht mehr genau, wie er das gesagt hat, aber es war irgendetwas im Sinne von, bist du willig, alleine zu laufen? Und das war für mich so wirklich so einer der Momente, wo ich so mich gefragt habe, so bin ich das wirklich? Und nichtsdestotrotz habe ich mich dann committed, okay, was es kostet, ich werde willig sein, allein zu laufen. Und ich habe diese Momente auch, also, und ich habe für mich auch selbst entdeckt, es gibt auch da kein richtig oder falsch. Und für mich ist das Teil des Geschenks unserer Einzigartigkeit. Dass wir, auch wenn wir alle zwei Arme, zwei Füße oder sagen wir, die Mehrheit hat zwei Arme, zwei Füße und wir sehen ähnlich aus, energisch gesehen sind wir alle einzigartig und das ist ein Geschenk. Denn was ich willig bin wahrzunehmen, was vielleicht noch kein anderer Mensch willig ist wahrzunehmen, ich lade das ein. Und dadurch öffne ich die Tür, dass andere das auch wahrnehmen können. Und irgendjemandem wird es ein Beitrag sein. Und es wird ihm oder ihr ein Beitrag sein, für sich selbst noch etwas mehr wahrzunehmen, was sie vielleicht vorher nicht waren. Und das wiederum öffnet die Tür für jemand anderen. Und für mich ist das Teil vom Beitrag, den wir sind, wenn wir einfach uns selbst sind. Und ja, Bewusstsein ist nicht immer angenehm. Also ich will da nichts schönreden. Zum Teil ist es wirklich so verdammt anstrengend und es fühlt sich verdammt intensiv an. Und du denkst so, wow, nein, komme ich mit dem klar? Ja, du wirst klarkommen. Okay. Das kann ich dir auch schon jetzt sagen. Es gibt in dem Sinn nichts, womit wir nicht klarkommen können. Und diese Willigkeit, das zuzulassen, ich habe für mich selbst entdeckt, je mehr ich willig bin, diese Intensität einfach sein zu lassen und nicht versuchen, ich habe mich auch dabei ertappt, wie ich versuchte, die Tools zu benutzen, damit ich mich innerlich besser fühle. Also, oh, das fühlt sich nicht so gut an, ich benutze jetzt die Tools, damit ich mich besser fühle. Danke. Und das, was eigentlich, also das, was mir am meisten geholfen hat in diesem Sinne, ist, über diese Ansicht hinwegzukommen. Und wenn ich einfach in der Erlaubnis bin von was auch immer diese Intensität ist, je mehr, dass ich sie erlaube, je weniger, dass ich dagegen ankämpfe, umso weniger intensiv wird oder umso schneller ebbt es wieder ab. Das ist so wahr. Und eben, die Veränderung zeigt sich ja immer. Also wir glauben irgendwie so, okay, alles, was jetzt leicht ist, ist dann quasi der richtige Weg.
Nur oft ist es ja so, dass es eben intensiv ist und weil es sich gerade nicht so zeigt, wie wir denken, glauben wir dann, ah, oder es gerne hätten, glauben wir dann, die Tools funktionieren nicht oder es ist irgendwie ein Blödsinn oder keine Ahnung. Also mir fällt jetzt auch so ein Beispiel an. Ich war beim SOP, beim Dane, und ich habe einfach am zweiten Abend mich derartig übergeben. Ich habe mich so angekotzt, ja. Ich lag einfach nur in meinem Hotelzimmer über der Klomuschel. Und klar, wenn ich jetzt in diese Ansicht reingehe, ah, oh, das ist jetzt aber was Schlechtes, dass ich mich übergebe und das ist furchtbar und das ist auch nicht diese Leichtigkeit, nach der ich gefragt habe, dann anerkenne ich wieder für mich nicht, hey, aber wow, das ist gerade die Veränderung und mein Körper macht gerade eine Veränderung, ich mache gerade eine Veränderung und ich lasse einfach gerade etwas los und wie wird es noch besser als das? Und ich muss wirklich sagen, ich habe dann auch für mich so einfach diese Leichtigkeit eingeladen. Okay, Körperchen, wir hängen halt jetzt über der Kloschüssel den ganzen Abend und wie viel Spaß können wir jetzt damit haben? Und wie viel Spaß und Leichtigkeit können wir mit der Veränderung haben, auch wenn man über dem Klo hängt? Ja. Also ich habe dieses Phänomen auch oft beobachtet und vielleicht bei mir auch ganz am Anfang so diese romantische Ansicht von Leichtigkeit. Und dass Leichtigkeit gleichbedeutend ist mit, oh, es ist super einfach und alles wird rosa und wir sind irgendwie so Kumbaya und was auch immer. Und wo ich einfach für mich selbst auch anerkennen musste. Und mittlerweile, aber vielleicht bin ich dort ein wenig Kamikaze, ich wähle in dem Sinn nicht oft Leichtigkeit. Ich habe für mich selbst auch anerkannt, wann dass ich Leichtigkeit eigentlich wähle, weil das immer noch eine Komfortzone ist. Mm. Und ich wähle mittlerweile fast immer das, was unbequem ist. Also dort, wo es so dieses gleichzeitige Yay und Oh mein Gott! Und was ist, wenn das eben eine deiner größten Stärken ist? Ja. Dir absolut. Immer dieses Kamikaze-mäßige auszusuchen. Absolut, ja. Und ich würde auch sagen, dieses Unbequeme, was du da ansprichst, ist ja auch wirklich da, wo irgendwas unbequem ist, da verbirgt sich ja meistens wirklich die größte Veränderung. Ja, das ist so der Schritt raus aus der Komfortzone. Ja, und ich würde so sagen, es ist vielleicht nicht leicht, aber man kann Leichtigkeit damit haben. Absolut. Und das ist das, was ich für mich selbst, also so wie ich heute das Ding von alles im Leben kommt zu mir mit Leichtigkeit, Freude und Leichtigkeit lebe, in dem Sinne, in dem, dass ich nicht immer das wähle, was leicht ist und in meiner Komfortzone bleibe, sondern das, was mich aus der Komfortzone herauslockt, im Wissen, dass ich unterstützt werde und dass ich nichts alleine machen muss und dass ich das mit Leichtigkeit machen kann. Ja. Und mit Leichtigkeit auch verändern kannst. Mhm. Und mit Leichtigkeit was anderes wählen kannst, was Neues wählen kannst. Ja, voll schön. Danke dir, liebe Lorelei. Wo findet man dich denn? Ah, man findet mich online auf der ganzen Welt unter www.loreleiebi.com, also Vorname, Nachname. Man findet mich auch in Kursen, die ich gebe, in der Schweiz, Deutschland, Frankreich und in meiner Praxis in Thun, für die, die in der Schweiz und in Thun und Umgebung wohnen. Wow, genau. Alle, die zu einem Genie gehen wollen, tada! In Thun ist sie daheim. Cool. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank für dieses wunderbare Gespräch. Und ja, danke dir auch. Danke auch an alle Zuseher. Tschüss.